Hey, ich bin Timo und hier bekommst du heiße Parfums für heiße Situationen. Netflix and Chill Parfums im Sommer. Vier wunderbare Dinge sind hier vereint. Parfums lieben wir alle. Sommer, absolut. Dates, oh yeah, baby. Und Filme? Ja, also ich finde schon. Obwohl wahrscheinlich Filme dann eher so im Hintergrund dann laufen und ihr dann wahrscheinlich ein bisschen was anderes macht. Meistens guckt man auch nicht ganz so wichtige Filme. Vielleicht gibt es noch ein paar Filmtipps hier. Mal schauen, ja? Wenn du einen Tipp von mir noch haben möchtest, dann folge mir, wenn du neu hier bist. Das ist ein richtig toller Tipp. Ansonsten für alle ist auch das jetzt ganz wichtig. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn dein Netflix and Chill Sommerduft wäre. In die Kommentare. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Also nicht ein Date, aber immerhin das Duftvideo. Ab geht's. Ich starte mit einem ganz sicheren Düftchen. Der ist aquatisch, der ist sexy, elegant, zum Abschlecken. Und, naja, möchte man nicht gerne zum Abschlecken sein auf dem Date? Ich denke schon. Und das kannst du sein. Mit Sadly von Parfums de Mali. Ne? Minze, aquatische Noten. Erinnert mich schon so ein bisschen an Sprite, sage ich immer wieder. Und immer wenn ich das rieche, zack, dann sind meine beiden Synapsen auf einmal an und denken immer das. Sprite, fresh, erfrischend, aber trotzdem sexy. Ja, Mann, das kannst du sein mit dem Duft hier. Oh, und bei mir ist die Haltbarkeit in Ordnung. Joa, dich auf dem Sommerdate, ich sag's dir, du wirst bestimmt abgeschleckt. Mein zweiter Vorschlag. Und bitte jetzt nicht aufregen, ich zeig den, okay? Und dann werde ich dazu was sagen. Mich bitte aussprechen lassen. Ideal Cologne. Ein richtig toller Mandelduft für den Sommer. Aber er ist leider eingestellt. Ich weiß, das ist sehr schade. Viele haben den bei sich vielleicht noch im Schrank liegen und denken jetzt, ah cool, den könnte ich mal wieder tragen. Jo, habe ich dich daran erinnert, ne? Und wenn du jetzt sagst, ja Timo, ich kriege den gar nicht. Bei Parfume vielleicht auch nicht oder was soll ich tun? Dann hol dir doch einfach den Platiné Privé von Guerlain. Der ist ein bisschen weniger süß, ein bisschen weniger cremig, aber generell schon sehr nah dran an dem hier. Ist auch ein richtig schöner Duft, kann ich dir, ja, aus meinem ganzen Duftherzen heraus dir empfehlen. Trag den, kommt an und ihr werdet wahrscheinlich nicht nur Filme gucken. Dann. Einen Filmvorschlag habe ich auch noch. Ja? Alles Routine ist ein Film, den ich sehr oft geguckt habe, aber Alles Routine ist dieser Duft eigentlich nicht, denn der ist sexy. Kannst du aber auch im Alltag tragen, ne? Aber den hier auf ein Date, ich sag euch, das kann sehr gut funktionieren. Und zwar MFK Amaris, das EDT. Alter, der riecht richtig geil. Ihr habt süße Tonkabohne. Amaris bringt so ein was holzig, aromatisches. Der ist schon ein bisschen blumig, aber sexy männlich noch, ja? Maskuline, männliche Blumigkeit. Vielleicht könnte man das auch so sagen. Auschecken, der wird ankommen, da bin ich mir sicher. Ah, schön. Richtig, richtig schön. Und trägt nicht jeder. Von daher, Baby. Das hier ist ein richtig schöner Duft für den Sommer. Ob Date hin oder her. Es riecht sehr hochwertig, wie so ein Profi-Golfer vielleicht auch. Und wie kriege ich denn das mit diesem Sport und Golf zusammen? Jetzt überall, ach egal, hier ist er. Das ist Allure Homme Sport. Richtig schön, ja. Wenn du einfach elegant daherkommen möchtest, der ist nicht ganz so übertrieben teuer. Nö, ist noch im ganz normalen Designerbereich und das ist schon cool. Ja, wenn du noch mehr sparen willst, dann willst du dir den Wave holen. Der ist auch, wie der hier, noch ein bisschen frischer, aquatischer. Kostet so die Hälfte, aber ach, Chanel, die machen echt geile Dinger. Auch ihn hier. Ich weiß, ich stelle oft sehr teure Düfte vor. Aber du musst nicht immer sehr viel Geld ausgeben, um sexy zu riechen. Mit diesem Duft hier, da gibst du so um die 20, 30 Euro aus. Du hast hier so einen Zitrusmix mit Hölzer, süße Vanille. Oh, so ein süßlicher, orientalischer Duft. Roma Umo von Laura Biagiotti, ich sag's dir. Ja, elegant und doch irgendwie urig, aber modern. Na, riechst du damit? So wie Rom. Das passt sehr, sehr gut. Für das Geld, irre. Ich finde den geilo. Und das Girl dich damit? Bestimmt auch. Dieser Duft hier, der passt, finde ich, sehr gut zu Cristiano Ronaldo. Dieser Duft ist wie er. Dynamisch, sportlich, erfolgreich, stilvoll.
Und wenn er auch noch frisch erscheinen möchte, dann nimmt er den hier. Aventus Cologne von Crete. Ja. Ein frischer, würziger Duft. Ihr bekommt hier Mandarine mit rosa Pfeffer. Das ist echt schick. Also, ich sag's immer wieder, damit riechst du wie ein Milliardär auf einer Yacht oder du wartest auf deinen Hubschrauber. Ja, wer kennt's nicht? Sehr schön. Das kann auch das ein oder andere Kompliment dann geben, bevor ihr zum Film gucken kommt. Sehr schön für den Sommer. Ich sag's euch, nicht nur für Dates, aber auch, checkt den aus. Und noch ein Filmtipp vielleicht, Low Budget Stuntman. Sehr lustig, das ist so meine Humorklasse, also ganz tief unten, da wo Borat ist und Brunö und sowas. Ja, da bin ich zu Hause. Das ist mein Humor. Je mieser, desto besser. Mies ist der hier aber nicht. Aventus Cologne, geiles Düftchen. Ich bringe auch hier mal wieder diesen Duft. Er ist einfach so geil. Er ist ganz neu und ich muss ihn einfach pushen, weil ich ihn sehr gut finde. Ich freue mich schon auf Herbst, Winter. Dann passt der noch besser ins Netflix-Game. Ihr versteht? Ah, da ist er. Le Male Elixir von Jean-Paul Gaultier. Etwas sanfter dosiert. Ja, auf so einem Date im Sommer. Es gibt manchmal auch so Tage, da ist eh ein bisschen kälter. Ne? Und vielleicht ist es bei ihr eh ein bisschen kälter in ihrer Kellerwohnung, ja, dann ist der natürlich auch super gut. Le Male Elixir ist einfach ein sexy Düftchen, muss ich euch gesagt haben. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Ihr bekommt am Anfang diese typische Le Male DNA, Minze, Lavendel und dann kommt Benzoé, so ein süßer, cremig, schwerer Duft. Geil, ne? Dann macht sie die Tür auf vom Keller und zerrt euch vielleicht schon rein und zeigt euch einen tollen Benjamin Blümchen-Film. Oder so. Bisher eins der besten Releases. Le Male Elixir. Das hier ist ein männlicher Sommerduft. Und der passt natürlich auch für so harte Kerle dazu. Ohne jetzt zu übertrieben maskulin vielleicht auch zu wirken. Ne? Das ist Stronger With You Only. Kostet auch jetzt nicht so sehr die Welt. Ist im normalen Designerbereich. Und ihr bekommt hier eine Grapefruit und diese männliche Kastanie, wie man sie aus dieser Line kennt, ne? Stronger With You. Oh, der ist schön, der ist schön. Auch nicht ganz so aufdringlich, passt in den Sommer und natürlich dann halt auch auf dem Netflix and Chill Abend im Sommer. Also, falls ihr einen Lagerfeuerabend machen solltet, dann passt der Duft auch. Vielleicht mag sie auch Kirsche, dann passt der noch besser. Das ist nämlich Cherry Smoke von Tom Ford. Oh. Ich weiß, du bist ganz schön teuer, du kleines Fläschchen. Aber du bist schon geil. Ne? Ihr bekommt hier so eine rauchige Kirsche. Mm. Ist für mich das etwas, in Anführungsstrichen, männlichere Pendant zu Lost Cherry. Und das ist ein schöner Duft. Ein bisschen auch was zum Kuscheln, aber auch nicht zu sehr. Ein bisschen fruchtig hier, ein bisschen rauchig da. Das ist Cherry Smoke. Falls ihr ein bisschen zu viel Cash habt oder ihr sagt euch, Parfumo regelt das schon, dann auf jeden Fall für so einen kuscheligen Abend auch mal ausprobieren. Kuschelig, kirschig, ja. Hoffentlich bringt ihr nicht nur euch selber zum Date, sondern ihr habt noch ein kleines Geschenk. Kleiner Tipp von mir, Pink Sugar. Ein richtig schöner Duft, sehr süß. Riecht wie so eine Vanille-Zuckerwatte. Der ist schon gut. Für einen Zehner kann man wohl mal machen, ne? Nur mal so am Rande. Aber kommen wir mal zu eurem Duft, ne? Dann habt ihr ein Geschenk, ihr seid gut gelaunt, hoffentlich auch geduscht, frische Socken, ganz wichtig, lege ich euch sonst auch noch raus. Und dann dieser Duft hier, frisch und süß, was willst du mehr, ne? Das ist von Birkholz, der gute alte Wild Desires. Ah, der ist schön, ne? Ihr habt hier Vanille und Apfel und erinnert mich so ein bisschen an Eros plus Boss Bottled. Ja, beide Düfte kommen gut an. Ja, und das habt ihr hier auch, Made in Germany mäßig, ne? Schönes Düftchen, kleiner Geheimtipp, weil kennt ja auch nicht so unbedingt jeder, so wie mein Kanal. Deshalb solltest du auf jeden Fall abonnieren, falls du es immer noch nicht getan hast. Du Duftnase, na, würde mich freuen. Auschecken, falls ihr was Süßes, Frisches wollt, was auch nicht unbedingt jeder hat. Trotzdem irgendwie ein bisschen mainstreamig ist, was ich nicht abwerten meine. Wild Desires, du sexy Sommer-Date-Duft. Und wie immer möchte ich am Ende eins. Ganz viel Geld
auch einen Porsche fahren? Eine Rolex? Nein, das will ich nicht. Will ich wirklich nicht. Ich will aber dein Abo und vor allem wissen, was würdest du denn tragen auf so ein Sommerdate? Vielleicht hast du bald eins, vielleicht auch nie, aber dann kannst du dir schon mal Gedanken machen, ne? Ich würde, glaube ich, einen von denen hier nehmen. Am ehesten wahrscheinlich Sadly, weil der ist echt geil. So, aber ich will es ja von dir wissen, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Dein Netflix-Guckener Timo, der nichts anderes macht. Momentan gucke ich The Office, ist auch geil. Ist zwar eine Serie, nichts für so einen Dateabend, na egal. Ich gehe mal weiter Netflixen. Ciao.